So, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Webinar zum Thema Wärmeanbindungen in unser Fronius PV-Portfolio. So, welche Möglichkeiten gibt es und wie kann man auch Wärmepumpen bei uns in unser System integrieren? So, es freut mich, mich heute hier vorstellen zu dürfen und beziehungsweise starte ich natürlich mit meinem Kollegen, den Sandic David, der heute hier im Chat zur Verfügung steht. Falls Fragen sind, können Sie jederzeit diese auch im Chat direkt an uns stellen. Wir haben zum Schluss des Webinars einen Zeitslot vorgesehen, um diese Fragen dann auch beantworten zu können. Ich bin der Robert Reinbrech, auch Trainer hier in der Solar Energy bei Fronius und freue mich, Sie heute hier in diesem Webinar begleiten zu dürfen. Okay, welche Themen gehen wir heute im Webinar ein? Hier werden wir kurz ein bisschen was Allgemeines zum Thema Wärmeanbindung machen. Welche Möglichkeiten es zum Thema Wärmeanbindung gibt, Wärmepumpentypen und Integrationsmöglichkeiten und natürlich Umsetzungsszenarien. Was wir uns heute auch vorgenommen haben, ist zu jedem Punkt auch ein bisschen einen Einblick in die Praxis zu geben, damit Sie als Installateur natürlich auch dann beim ersten Mal umsetzen gleich wissen, wie man es denn machen kann. Okay, dann würde ich sagen, wir haben uns eine Menge vorgenommen. Starten wir gleich hier in das Thema. Allgemeines zum Thema Wärmenutzung. Ich habe hier kurz einen Auszug aus so einem typischen Haushalt herangezogen. Hierbei handelt es sich um einen Haushalt mit einer Wärmepumpe, mit einer Luftwärmepumpe als Energiesystem und als Erzeugungsanlage natürlich eine PV-Anlage. Hier sieht man im ersten Schritt, gerade in den Sommermonaten, dass es hier eine super Deckung gibt mit dem Bedarf an Energie, gerade für Warmwasser und Kühlen. Und auf der anderen Seite natürlich auch in der Übergangszeit noch eine gute Deckung besteht. Wenn man jedoch nur das Thema Heizen in Betracht zieht, sieht man hier, hat man im Winter natürlich mit einer Luftwärmepumpe in den meisten Fällen mehr Verbrauch als wie Erzeugung durch die PV. Das soll uns aber auch im Detail jetzt auch nicht stören, weil auch alleine die Anbindung des Sektors Wärme durch die Warmwassernutzung schon extreme Vorteile mit sich bringt und natürlich auch die modernen Wärmepumpen zum Beispiel auch in den Kühlmodus im Sommer übergehen können. Wenn dann mal wieder ein, zwei heiße Sommerwochen anstehen, kann auch diese Funktionalität dann sehr gut den Eigenverbrauch nochmal steigern. Somit macht es Sinn, Thema Heizen und PV-Anbindung, ja, in der Übergangszeit. Warmwasser, würde ich sagen, über das gesamte Jahr. Und eine Wärmepumpenanbindung natürlich auch immer. Und diese Themen wollen wir hier heute alle kurz einmal durchgehen. Das heißt, die Grundüberlegung, was bringt uns denn das Ganze? Eine Wärmenutzung. Im ersten Schritt natürlich wird der Autarkiegrad der PV-Anlage erhöht. Das bedeutet, es ist mehr Zeit, oder wie soll ich sagen, mehr Energie von der PV-Anlage kann direkt vor Ort in den Verbrauch einfließen. Gerade das hat auch in Zeiten hoher Energiepreise, Strompreise, Gaspreise eine ganz besondere, würde ich sagen, interessante Seite an sich. Einsparung Brennstoff, wenn das Primärenergiesystem natürlich jetzt Erdgas ist oder Erdgas oder Erdöl, auch Holz, Pellets, alle Preise haben hier in Zentraleuropa ordentlich zugelegt. Das bedeutet auch hier ist eine Brennstoffeinsparung einer der Aspekte, die ganz besonders hier zu tragen kommen. Die Primärheizung wird geschont. Natürlich, wenn ich sage, ich habe eine Pelletsheizung und muss die im Sommer nur für die Warmwasserbereitung nutzen. Es ist fast ein bisschen schade, muss man sagen, weil gerade so träge Wärmebereitungssysteme, so wie Pelletsheizungen, sich erstmal selbst einmal aufheizen muss, bevor überhaupt hier Wärme in das Warmwassersystem eingegeben werden kann. Das bedeutet, hier die Primärheizung im Sommer gar nicht zu benötigen oder bei mir zum Beispiel zu Hause ab April bis Oktober ist dann schon ganz praktisch, um hier Betriebsstunden der Heizung einzusparen. Abgestimmte Komponenten, das ist der Riesenvorteil hier bei Fronius. Wir haben im Prinzip ein Gesamtsystem, das heißt, wir können den Sektor Wärme mit den Lösungen, die ich heute vorstelle, anbinden, aber auch natürlich den Sektor E-Mobilität haben wir auch Lösungen, Wattpiloten zum Beispiel, oder es lässt sich auch in den GEM 24 Plus ein Speichersystem mit anbinden. Somit hat man im Prinzip ein
komplett aufeinander abgestimmtes Energiemanagementsystem, alles aus einer Hand, was das Ganze auch einfach macht am Ende des Tages und überschaubar. Die Reduktion der Emissionen, natürlich Emissionseinsparungen wird auch ein immer größeres Thema werden. Man merkt es ja allein schon durch die Klimaproteste, die immer mehr und mehr zunehmen. Auch hier kann man einen Beitrag leisten. Und es ist eine sichere Funktion, wenn ich den Sektor Wärme, zum Beispiel die Warmwasserbereitung, mit der Primärheizung, aber auch mit der PV leisten kann. Auch hier habe ich dann quasi eine redundante Ausführung und das hilft mir auch in Zukunft, um Warmwasser nicht nur aus einer Quelle beziehen zu können, sondern aus mehr. Ganz wichtig natürlich, eine gute Planung mit den Heizungsspezialisten wäre hier das Optimum. Ich sage wäre, weil man ja nicht immer die Möglichkeit dazu hat. Auf jeden Fall würde ich es anraten, gerade im Neubau oder in der Sanierung, wenn der Heizungsinstallateur greifbar ist, auch mit diesen sich auszutauschen, mit dem Endkunden. Warum? Es gibt einige Einstellungen, gerade bei Wärmepumpen, die an der Wärmepumpensteuerung eingestellt werden müssen. Zudem auch später noch mehr. Und hierzu, wenn man das selbst nicht machen kann, muss man natürlich auf den Spezialisten zurückgreifen. Also hier bitte auch immer bedenken, im bestehenden Wärmeabgabesystem, auch hier müssen dann Einstellungen vorgenommen werden, um wirklich das Optimum aus der Anlage, aus dem Gesamtsystem herausbekommen zu können. Ist nicht allzu komplex. Ich habe es bei meiner Wärmepumpe zu Hause auch selbst zusammen zustande gebracht. Also es ist, man kann sich auch natürlich in das Thema einlesen und hier auch selbstständig Einstellungen vornehmen. Bonuslösungen. Ich stelle mal vor, welche drei Lösungsvarianten wir hier anbieten können. Die erste und einfachste Methode und auch günstigste Methode ist natürlich die Nutzung des Lastmanagements. Wir haben bei unseren Fronius-Geräten den Gen 24 Plus, aber auch bei den Snap-Invertern, die mit Datenmanager ausgeführt sind, 4 Energiemanagement-Ausgänge, die dazu genutzt werden können, um ein 12-Volt-Relais zu schalten, um damit zum Beispiel Heizstäbe oder andere Lasten schalten zu können, Infrarotpaneele, was man möchte. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil ich hier anhand der Überschusssituation oder auch anhand der Wechselrichterleistung, das kann ich mir einstellen, hier diese Lasten ein- und ausschalten kann. Das heißt, es ist so der erste und einfachste Schritt, hier Lasten direkt vom Wechselrichter auszusteuern. Kommen wir später gleich dazu, wie man das einstellt, was hier alles notwendig ist. Der zweite Punkt wäre natürlich eine Nutzung des Fronius Ohmpiloten für die Anbindung des Sektors Wärme. Den kann man natürlich nutzen, um zum Beispiel einen Warmwasserboiler mit so einem Heizstab zu bereiten. Man kann auch mehrere Heizstäbe verwenden und zwischen den Heizstäben hin und her schalten. Somit ist es auch möglich, einen im Warmwasserspeicher oder einen im Pufferspeicher zu verwenden. Oder man hat in einem größeren Speicher einen unteren Position und noch einen zweiten einphasigen Heizstab in der oberen Position. Die Beispiele gehen wir nachher gleich alle nochmal durch. Hier kann man sich wirklich austoben mit den Möglichkeiten. Der große Vorteil ist die wattgenaue Ansteuerung von ohmschen Verbrauchern mit dem Ohmpilot. Und auch Infrarotheizungen sind hier möglich, beziehungsweise so Heizschlangen, die dann in den Fußboden zum Beispiel in den E-Strich eingelassen werden können oder wo Wandheizungen umgesetzt werden können. Gerade für die Sanierung ist das auch eine ganz kostengünstige und effiziente Variante. Die letzte Integrationsmöglichkeit spielt auch noch die Integration von Wärmepumpen in das Gesamtsystem mit ein. Hier gibt es 2 Ausbauvarianten. Einmal die Anbindung über SG Ready, sehen wir uns dann später gleich an, was das ist. Und auch die Anbindung einer modulierenden Wärmepumpe in unser System. Hier geben wir dann einfach unsere Datenpreis und erlauben es der Wärmepumpe so, sich mit der Ausgangsleistung an die tatsächliche Überschusssituation am Einspeisepunkt anzupassen. Keine Angst, wir gehen hier auf alle drei Möglichkeiten jetzt nochmal gleich im Detail ein. Vor- und Nachteile und auch, wie man das denn umsetzt. Somit gehen wir gleich mal in das Thema Wärmeanbindung mittels des Fronius Lastmanagements. Hier haben wir die Möglichkeit, mit den 4 Lastmanagement-Ausgängen des Wechselrichters bis zu 4 Lasten zu schalten. Das könnte jetzt zum Beispiel, hier rechts habe ich die Szenarien erwähnt, ein einphasiger Heizstab über ein Relais sein, 2 einphasige Heizstäbe mittels 2 Relais oder einen dreiphasigen Heizstab über 3 Relais. Oder theoretisch einen dreiphasigen Heizstab über 3 Relais plus zusätzlich das Ansteuern der Wärmepumpe über SG Ready.
All diese Dinge hier wären andenkbar. Das heißt, hier sind der Kreativität, würde ich sagen, fast keine Grenzen gesetzt. Wie kann ich denn das einstellen? Hierzu habe ich das Ganze mal am Fronius Gem24 Plus Menü hergezeigt. Das heißt, man geht über Energiemanagement und dann über Lastmanagement in diese Wechselrichtereinstellungen rein. Und später zeige ich dann gleich, was hier genau eingestellt wird. Vorher noch kurz die Szenarien, habe ich hier nochmal schematisch zusammengestellt. Was brauche ich denn hier? Wir haben hier digitale IOs. Das heißt, wir können 12 Volt ausgeben. Somit braucht man für so eine Umsetzung dann auch noch ein 12 Volt Relais, das imstande ist, die Lasten dann ein- und auszuschalten. Aber wenn ich das habe, lässt sich recht kostengünstig umsetzen, kann ich zum Beispiel hier in einem Warmwasserspeicher oder Pufferspeicher einen einphasigen Heizstab schalten. Zwei Heizstäbe in zwei Speicher, wenn es gewollt ist. Dazu brauche ich dann zwei Relais und zwei Heizstäbe oder einen dreiphasigen Heizstab. Wie schaut denn das aus bei einem dreiphasigen Heizstab? Das ist besonders interessant, weil ich muss ja nicht immer einen 9 kW dreiphasigen Heizstab verwenden, wo jede Phase 3 kW hat. Gibt es hier auch noch in kleineren Ausführungen. Das bedeutet, ich kann hier auch anhand von drei Schwellen die Heizstäbe einzeln schalten, wenn ich das möchte. Braucht dann natürlich drei Relais, aber ich habe hier zum Beispiel, wenn die Leistung des ersten Heizstabs erreicht ist, vom Überschuss her, schaltet Phase 1 des dreiphasigen Heizstabs. Beim zweiten Schwellwert, sagen wir theoretisch bei 6 kW, schaltet Phase 2. Das schaltet auch dann wieder selbstständig ab, wenn das unterschritten wird, wenn man das so einstellt. Und es verschaltet die dritte Phase ab einer dritten Stufe auch noch ebenfalls zu. Das heißt, das kann man sich hier so einstellen, dass die nach der Reihe zugeschaltet werden. Hat den Vorteil, das ist eine recht einfache Ansteuerung. Und wenn die PV-Leistung, sagen wir, ich habe eine 10 kW-Peak PV-Anlage und habe vielleicht einen 4 kW Heizstab, der jeweils dann 1,33 kW dann zuschaltet, auch das wäre möglich hier dann umzusetzen und würde, glaube ich, auch ganz gut ins Konzept passen. Okay. Wie verdrahte ich das und stelle ich das ein? Anhand des Beispiels eines einphasigen Heizstabs. Das heißt, ich muss einmal zuerst die Verdrahtung durchführen. Welche Pins hier zu verwenden sind, kann ich empfehlen. Hier für Last 1 Pin 1, für Last 2 Pin 2, Last 3 Pin 3 und für Last 4 Pin 0 zu verwenden. Warum? Das sind die Default-Pins, die bei uns hinterlegt sind. Können natürlich auch andere Pins verwendet werden. Hierzu müssen natürlich immer IOs sind hier möglich, um für das Lastmanagement zu verwenden. Jedoch haben wir das nicht ohne Grund so ausgeführt, weil man natürlich, wenn man zum Beispiel Notstrom aktiviert oder andere Funktionalitäten des Wechselrichters auch IOs benötigt und dass man sich hier nicht in die Quere kommt, haben wir eben hier Default-Pins hinterlegt, damit man nicht in die Verlegenheit kommt, denselben Pin für mehrere Anwendungen auswählen zu wollen. Ebenso ist es so, wenn Sie das verdrahten und es aber zu Problemen kommt, ist unser Tech-Support natürlich hier auf die Default-Pins geschult. Wo kann ich denn das auswählen? Das heißt, die Pins können in Funktionen und IOs am Wechselrichter-Interface belegt werden, hier unter dem Punkt Lastmanagement. Bitte nicht vergessen, hier diesen Schieberegler auch noch zu aktivieren, damit diese Einstellungen, die darunter liegen, auch wirklich aktiv sind. In diesem Fall einfach hier einmal kurz draufklicken, dann wird dieser Schieberegler blau, ist aktiv und dann kann man hier die Default-Pins auswählen. Man muss nicht alle verwenden, man kann nur einen Lastmanagement-Ausgang verwenden, zwei oder drei, bis zu vier ist hier möglich. Und wie stelle ich nun die Schwellwerte ein? Einstellen der Schwellwerte geht unter Einstellungen Lastmanagement. Und hier habe ich dann für Last 1 bis Last 4 die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben, die Steuerungsmethode zu vergeben. Hier ist ein Leistungsüberschuss gewählt, ginge natürlich auch anhand der Wechselrichterleistung. Jedoch würde ich immer empfehlen, wenn hier ein Smart Meter, ein Fronius Smart Meter im System verbaut ist, auch wirklich den Leistungsüberschuss heranzuziehen. Warum? Ich habe natürlich auch noch andere Verbräuche im Haushalt und die Wechselrichter produzierte Leistung muss ja nicht immer gleich der Überschussleistung entsprechen. Somit würde ich hier empfehlen, einen Leistungsüberschuss zu wählen. Hier dann anhand von Schwellwerten, zum Beispiel ab einer Einspeisung von in diesem Fall 600 Watt bis zu einem Bezug von 50 Watt. Das ist natürlich jetzt komplett unterschiedlich, welchen Heizstab ich hier verwende oder welche Last ich steuern möchte.
soll dieser Ausgang hier aktiv geschaltet werden. Mindestlaufzeit je Einschaltvorgang ist im Prinzip für einen Heizstab relativ egal. Bitte beachten, wenn man hier einen Motor steuert, hier mindestens 10 Minuten oder so zu hinterlegen. Sonst würde an einem wechselhaften Tag so eine Poolpumpe oder ein anderer Motor hier hunderte Male im schlimmsten Fall ein- und ausgeschaltet werden, was gerade Motoren nicht besonders gut tut. Heizstab, wie gesagt, würden hier 5 Minuten mehr als reichen. Maximale Laufzeit pro Tag. Auch hier kann es Sinn machen, dass es vielleicht hier zu einer Einschränkung kommt. In diesem Fall habe ich 600 Minuten eingestellt. Das heißt, mehr wie 10 Stunden an einem Sommertag soll die Energie nicht für das Thema Warmwasser verwendet werden. Das bedeutet, nach 600 Minuten würde auch dieser Ausgang hier wieder deaktiviert werden. Und eine Solllaufzeit. Man stelle sich vor, man hat zum Beispiel in einer Ferienwohnung oder Ferienhäuschen gar keine Primärheizung. Da möchte ich ja sicherstellen, dass bis zu einer gewissen Uhrzeit trotzdem Warmwasser bereitet wurde. Und hier kann man zum Beispiel noch hinterlegen, zum Beispiel wie hier, bis 20 Uhr mindestens 5 Stunden soll hier Warmwasser produziert werden. Auch solche Einstellungen sind denkbar. Der Heizstab hat einen riesengroßen Vorteil. Der hat einen Bimetall-Sensor oder Bimetall-Thermometer eingebaut. Das heißt, ich kann die Temperatur, wo der Heizstab sich ausschalten soll, am Heizstab einstellen. Das hat den großen Vorteil, ich brauche mir um das Ausschalten gar keine so großen Gedanken machen, weil ja nach Erreichen der Temperatur, die eingestellt ist im Heizstab, der Heizstab sowieso dann ausschaltet. Man sieht hier, das habe ich jetzt für einen Heizstab hier mal so hergezeigt. Könnte man natürlich auch für mehrere Heizstäbe oder einen dreiphasigen Heizstab mit 3 Ausgängen hier jetzt dementsprechend umsetzen. Wen das hier interessiert, der möge sich bitte auch bei uns auf der Homepage umsehen. Da haben wir ein White Paper zum Thema Lastmanagement, wo das auch nochmal im Detail beschrieben ist. Auch zu den anderen Themen, die ich heute vorstelle, gibt es einige White Paper bei uns. Die letzte Folie heute vom Webinar zeigt hier nochmal ein paar auf. Einfach kurz eine Suche bei uns auf dem Download-Bereich. Gibt hier auf jeden Fall viele interessante Treffer. Okay. Wem das, würde ich sagen, zu wenig ist, wer hier mehr des Überschusses nutzen möchte, dem würde ich den Fronis Onpiloten empfehlen. Der Fronis Onpilot hat den riesengroßen Vorteil, dass wir hier einen wattgenaue Überschussnutzung bewerkstelligen können. Das bedeutet, ich kann von zum Beispiel einphasig 0 bis 3 kW oder von 900 Watt bis 9 kW hier einen dreiphasigen Heizstab stufenlos ansteuern. Die nächste Folie zeige ich dann gleich noch, warum dass das hier so wichtig ist. Das kann bis zu einer erheblichen Eigenverbrauchssteigerung von bis zu 60% führen. Es lässt sich diese Lösung perfekt mit einem Speicher, also mit einem BVD-Speicher zum Beispiel, oder der E-Mobilitätslösung, die Fronius Wattpiloten, der Wallbox von uns, dann nutzen. Auch das hier ist toll, dass sich im Prinzip diese Kombinationsmöglichkeiten hier in einem System ergeben und hier recht einfach zu integrieren ist. Und ich kann das auch noch natürlich kombinieren, einen Fronius Onpiloten mit der Ansteuerung einer Wärmepumpe. Gehen wir dann auch noch hier im Detail drauf ein. Warum macht es Sinn, den Fronius Onpiloten einzusetzen, wenn ich doch die Heizstäbe direkt schalten kann? Brauche ich nur ein 12 Volt Relais, bin ich wahrscheinlich mit 30 Euro Kosten fürs Relais und 1-200 Euro für die Installation, die Inbetriebnahme dabei. Das macht sehr wohl Sinn an Tagen, wo ich nicht die volle Einstrahlung habe. Ich habe hier mal ein Beispiel von meiner PV-Anlage zu Hause herangezogen. Das war jetzt am 13.01. Hier sieht man, dass an einem Tag, wo ich zum Beispiel, wenn ich eine Last hier eingestellt hätte, einen Heizstab mit 2 kW ein- und ausschalte, hätte ich das vielleicht 3 Minuten an dem Tag gehabt. Das heißt, ich hätte an diesem Tag überhaupt keine Warmwasserbereitung während dieser Zeit hier gehabt, während dieser Überschusszeit. Man sieht aber an den roten Flächen, das ist die Energie im Prinzip, die vom Fronius Onpiloten wattgenau trotzdem in den Speicher eingespeichert wurde. Und hier oben sieht man die Temperaturkurve. Man sieht, das hat sogar was gebracht. Es konnte sogar die Warmwassertemperatur um ein paar Grad erhöht werden. Das heißt, der Fronius Onpilot kommt dann immer zum Tragen, wenn zum Beispiel der Heizstab eine relativ hohe Leistung hat, sagen wir 9 kW, und die PV-Anlagenleistung in derselben Größenordnung sich bewegt. Weil dann macht es natürlich auch Sinn,
Wenn ich hier, sagen wir mal, es hätte kurz aufgerissen und ich hätte bis zu 6, 9, bis zu 9 kW an Überschussleistung auch ins Warmwasser in einer kurzen Zeit reingebracht. Also das kann sich auf jeden Fall lohnen, einen Fronius Unpiloten einzusetzen. Aber man kann es natürlich auch mit der Ansteuerung von einzelnen Heizstäben in gewissen Situationen auch bewerkstelligen. Was brauche ich beim Fronius Unpilot? Bei Fronius Unpiloten brauche ich im Prinzip, muss mir über die Kommunikationsanbindung Gedanken machen. Das bedeutet, der Fronius Unpilot ist sehr, würde ich sagen, mehrsprachig ausgeführt. Der kann über WLAN angebunden werden, über LAN oder über Modbus RTU, derselben Modbus-Kommunikation, wo auch der Fronius Warnmeter angebunden wird. Natürlich muss er irgendwo AC-seitig integriert sein. Die Komponenten müssen miteinander sprechen können. Und dann muss ein Heizstab bzw. ein anderer Umverbraucher, der für die Wärmeabgabe genutzt wird, hier angeschlossen werden. Und was braucht es wechselrichterseitig? Hier reicht, kann es auch mit einem Fronius Snap-Inverter bewerkstelligt werden. Wichtig nur, es muss ein Fronius Datenmanager im System vorhanden sein, wenn es mit Snap-Invertern gemacht wird. Warum? Es müssen hier die Werte des Fronius Smart Meter auch im System vorhanden sein und auch mit den Fronius Unpiloten kommuniziert werden können. Und was passiert hier? Hier sind 1500 Watt Erzeugung des Wechselrichters zu sehen. 1000 Watt werden im Haushalt benötigt. Das bedeutet, 500 Watt können hier somit für die Ansteuerung des Heizstabes verwendet werden. Man sieht hier, das heißt, das Regelziel ist immer 0 Watt am Einspeisepunkt zu bewerkstelligen. Was kann man denn da alles nun umsetzen damit? Hier kann ich empfehlen, die Fronius Unpilot Bedienungsanleitung sich mal kurz durchzusehen, durchzublättern. Warum? Hier sind nicht nur die Einstellungen für die gleich gezeigten Varianten drinnen, sondern man sieht auch im Prinzip die ganzen Details, wie vielseitig kann man denn diesen Unpiloten einsetzen. Ich gehe es kurz durch. Einphasiger Heizstab bis 3 kW. Wenn ich zum Beispiel das System einfach nur an einen Warmwasserboiler anbinden möchte, macht das Sinn, 3 kW? Ich habe zu Hause zum Beispiel auch nur einen 3 kW-Heizstab. Also macht für einen, wir sind drei Familien, Drei-Personen-Haushalt, macht auf jeden Fall auch Sinn. Im Sommer habe ich hier überhaupt keine Probleme, hier den Speicher nicht voll bekommen zu können. Dreiphasigen Heizstab, hier kann von 900 Watt bis 9 kW modulierend geregelt werden. Ein einphasiger Heizstab plus eine Ansteuerung einer Wärmepumpe übers Market Ready. Auch das ist hier bis ins Detail beschrieben, welche Einstellungen hier am Unpiloten vorzunehmen sind, wie das Ganze zu vertreten ist. Alles ist hier in der Bedienungsanleitung zu finden. Ein einphasiger Heizstab bis 3 kW plus eine Fremdquelle, zwei dreiphasige Heizstäbe oder ein dreiphasiger und ein einphasiger Heizstab. All diese Dinge sind in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben. Also mit diesen Variationen lässt sich auf jeden Fall schon sehr viel abbilden bei den Kunden. Hier haben wir zum Beispiel so ein Beispiel. Hier konnte der Eigenverbrauch in diesem Haushalt von 59% oder auf 59% erhöht werden. Und der Anteil des Unpiloten war in diesem Beispiel hier 44%. Das heißt, gerade jetzt, wo die Energiepreise so angestiegen sind, ist die Anbindung des Sektors Wärme natürlich auch wirtschaftlich sehr interessant. Und hier sieht man auch in den Wintermonaten, Jänner zum Beispiel, hat es fast gar keine Einspeisung mehr gegeben. Hier konnte fast alles an Wärme in den Unpiloten, über den Unpiloten beigetragen werden. Wie schaut denn sowas nun an einem schönen Sommertag aus? Auch hier sieht man quasi, wie der Heizstab hier die Wärme bereitet hat. Diese rote Fläche ist die Energie, die hier über den Heizstab und den Unpiloten, dem Boiler zum Beispiel, bereitgestellt werden konnte. Und was ist diese rote Linie hier? Wenn ich einen PT1000, den kann man optional anschließen, man muss es nicht, aber ich würde es immer empfehlen, anschließt an den Unpiloten, dann sieht man auch die Temperaturkurve in SolarWeb. Plus natürlich können diese Temperaturwerte auch für die Regelung hereingezogen werden. Zeige ich dann gleich in zwei Folien. Wie schließe ich denn nun, ein Beispiel haben wir hier rausgezogen, einphasiger Heizstab und eine SQ-Ready-Ansteuerung. Wie schließe ich das an? Wenn man den Fronius Unpiloten öffnet, sieht man hier eine Leistungsplatine, an der auf der linken Seite hier der AC-Eingang zu sehen ist. Dann sehe ich auf der rechten Seite den
modulierenden Ausgang des Wohnungsunbeloten, wo ich eben einen einphasigen Heizstab bis 3 kW anschließen kann. Hier sehe ich dann für die Phase L2 und Phase L3 die Anschlüsse. Und zusätzlich habe ich im Wohnungsunbeloten ein Relais bereits verbaut. Das hat den Riesenvorteil, ich kann hier dieses Relais, brauche ich nur einstellen in der Wattpilot, einer Wohnungspilot im Interface, zeige ich dann gleich, und habe dann die Möglichkeit, hier direkt zum Beispiel das für die Wärmepumpenansteuerung über S2Valley verwenden zu können. Warum ist das so interessant? Wo wird denn der Wohnungspilot höchstwahrscheinlich sitzen? Der sitzt dann neben dem Warmwasserboiler im Technikraum, wo auch die Wärmepumpenansteuerung nicht weit weg ist. Das bedeutet hier, diese Leitung hier ist wesentlich kürzer, als wenn ich das normalerweise über den Wechselrichter anschließen müsste. Das heißt, hier kann ich mir auf jeden Fall auch Leitungslängen und Komplexität im Prinzip sparen, dadurch, dass ich die Wärmepumpenansteuerung direkt mit den Wohnungspiloten mitfahren kann. Warum macht das Sinn? Macht natürlich auch Sinn, gerade wenn ich es besonders wirtschaftlich betreiben möchte, kann ich ja auch im Sommer, wenn ich die 3 kW Überschuss vorhanden habe, ja auch gleich die Wärmepumpe einschalten. Die hat ja im Sommer eine Arbeitszahl hoffentlich von 3 oder 4 oder 5, je nachdem, welches Wärmepumpenmodell hier verwendet wird, und kann hier wirklich mit hoher Effizienz Warmwasser bereiten. Bis ab einer gewissen Leistung macht das dann Sinn und bis zur Wärmepumpenleistung mache ich das mit den Wohnungspilot variabel. Okay, wie stelle ich denn das ein? Verbinden kann ich mich mit Wohnungspilot, indem dass ich den Access Point öffne. Dazu muss ich die Taste vor einem Gerät drücken. Und wenn ich mich dann darauf verbunden habe, dann sehe ich hier auch allgemein die Einstellungen. Hier kann man einstellen, ob der Wohnungspilot automatisch die Heizstableistung ermitteln soll. Wenn ich das einstelle, wird der Heizstab kurz angefahren und es wird hier der Wert gemessen. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, wenn ich jetzt hier eine Wärmepumpe zum Beispiel bei S2Valley verwenden möchte, muss ich das hier beim Verbraucher auswählen. Dann ab einer Einspeisung, hier zum Beispiel haben wir eine Wärmepumpe von 3000 Watt, ab einer Einspeisung von 3000 Watt, bitte gib diesen Befehl aus, so lange bis ein Bezug von 500 Watt sich eingestellt hat. Und somit habe ich quasi, wenn dieses Signal die Wärmepumpe erhält, kann diese dann in den erhöhten Modus gehen. Das heißt, es wird normalerweise, wenn SG-Ready bei der Wärmepumpe anliegt, dieser Kontakt geschlossen wird, kann in der Wärmepumpe hinterlegt werden, was dann passiert. In den meisten Fällen wird hier einfach die Solltemperatur erhöht. Das bedeutet, werden dann von 55 Grad Celsius zum Beispiel auf 65 Grad Celsius die Temperatur erhöht. Und ab und zu folgt auch sofort ein Einschaltbefehl. Das ist pro Wärmepumpe unterschiedlich. Hier bitte sich in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Wärmepumpe kurz einlesen, welche Einstellungen man hier vornehmen kann. Wenn der Temperatursensor vorhanden ist, also wie gesagt, das würde ich empfehlen, diese, jetzt mal 20 Euro kommt man aus, für den PT1000, die zahlen sich auf jeden Fall aus. Warum? Erstens sehe ich die Werte in SolarWeb, wie vorhin gezeigt, die Temperaturwerte. Ich kann aber auch einen Legionellenschutz einstellen. Eine maximale Temperatur kann ich hier begrenzen und ich kann den Tagesverlauf anpassen. Und wann ist das interessant? Gerade bei dem Beispiel Ferienhäuser zum Beispiel, wenn der Wohnungspilot die einzige Energiequelle ist. Hier kann dann zum Beispiel zu gewissen Uhrzeiten sichergestellt werden, dass gewisse Mindesttemperaturen nicht unterschritten werden. Hat natürlich auch einen Reiz, wenn ich mir somit eventuell bei der Planung eines Ferienhauses oder eines nur im Sommer genutzten Domizils dann gleich die Primärheizung ersparen kann. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht ganz zu schnell. Wir haben natürlich zum Ende des Webinars auch nochmal einen Tipp, wie man sich mehr Informationen zu den einzelnen Themen holen kann. Hierzu empfehle ich natürlich YouTube mit unseren Webinaren oder unsere Online-Trainings, beziehungsweise haben wir hier auch für diese Themen ein Ganztagstraining bei uns hier im Wels. Okay, gehen wir dann weiter. Wärmepumpen-Integrationsmöglichkeiten bei Fronius. Wie kann ich denn eine Wärmepumpe integrieren? Ich gehe mal vom Worst Case aus, wenn man es gar nicht integriert. Das heißt, man hat die Wärmepumpe als Insellösung und auf der anderen Seite die PV-Anlage als Insellösung im selben Haushalt, ohne dass hier irgendwas eingestellt wird. Was würde denn hier passieren? Das bedeutet, da Wärmepumpen meist Außentemperatur geführt sind, das ist recht einfach, die Außenstation hat einfach einen Temperatursensor integriert. Das bedeutet, es wird meistens so umgesetzt.
Würde das natürlich bedeuten, wann ist besonders kalt? Im Winter zum Beispiel in der Nacht. Das heißt, die Wärmepumpe läuft verstärkt in der Nacht und weniger am Tag, weil es am Tag ja wärmer wird. Das bedeutet, dass ich hier diese ganze Energie, hier sieht, habe ich es ein bisschen versucht, schematisch darzustellen, ja, außerhalb der Zeiten genutzt wird oder anfällt, wenn die PV gar keine Chance hat, sie hier beizutragen. Das bedeutet, was wäre hier so der optimale Fall? Was kann man hier optimieren, wenn ich gar keine Anbindungsmöglichkeiten zur Wärmepumpe habe? Das heißt, dann gehe ich her und sage der Wärmepumpe, sie soll einfach in der Nacht weniger arbeiten. Das gibt es meistens mit so einer Art Flüsterbetrieb, dass hier die maximale Leistung reduziert wird und sie untertags in den Sonnenstunden hier erhöht läuft. Das geht recht einfach. Selbe auch für die Warmwasserbereitung. Bitte immer darauf achten, sobald der Sektor Wärme mit angebunden werden soll, dass hier nicht die gesamte Warmwasserbereitung um 4 Uhr bis 6 Uhr vormittags schon erledigt ist, bevor die Sonne überhaupt Chance hatte, hier was beizutragen. Das heißt, das sind so kleine Einstellungen, die man immer mit bedenken muss. Habe ich hier mal kurz hergezeigt. In diesem Fall sieht man, dass die Warmwasserbereitung ist hier in der Nacht passiert. Das könnte man natürlich hier untertags schon einstellen, dass hier mal ein gewisser Mindestwert von der Wärmepumpe bereitgestellt wird. Und man kann im verstärkten Heizbetrieb zum Beispiel auch untertags einstellen. Das ist zum Beispiel hier passiert. Bei meiner Wärmepumpe zu Hause kann ich eben sagen, im Flüsterbetrieb in der Nacht läuft nur 1 kW maximal. Außer die Temperaturen lassen es nicht zu und es muss dann wirklich mehr geleistet werden. Genau. Und auch das Delta T. Wie hoch muss denn das Warmwasser erhitzt werden? Auch hier kann man Einstellungen vornehmen. Natürlich macht es generell immer Sinn, hier der Wärmepumpe nicht 65 Grad machen zu lassen, sondern dass man sagt, die Wärmepumpe macht die Temperaturanhebung bis 45, 50 Grad und alles darüber hinaus macht dann zum Beispiel der Heizstab. Okay. Wie geht's weiter? Sobald ich eine Anbindungsmöglichkeit habe, wie Smart Grid Ready, SG Ready auch genannt, würde ich natürlich dann auf diese setzen. Beziehungsweise der letzte Part wird heute sein, dass wir uns kurz modulierende Wärmepumpen ansehen und wie die angebunden werden können. Aber starten wir mal mit Smart Grid Ready. Vorher haben wir schon gesehen, wie wir es einstellen und wie man es anbinden kann. Das geht über den Ohmpiloten, über das eingebaute Relais oder über das Lastmanagement, wie wir es vorher gesehen haben, mit einem externen Relais. Lässt sich das recht simpel umsetzen. Und was passiert hier? Ab einer gewissen Erreichung einer Schwelle, zum Beispiel im Lastmanagement, würde sich anbieten, die Leistung der Wärmepumpe, wird hier dieser Ausgang aktiviert bei einem Überschreiten des Überschusses. So lange, das kann man eventuell an der Wärmepumpe direkt einstellen. Meistens ist es so, dass dann die Zeit gar nicht mehr so ausschlaggebend ist, weil einfach die Solltemperatur erhöht wird in der Wärmepumpe für diesen Tag. Das bedeutet, die fängt dann sowieso zum Laufen an, wenn die Temperatureinstellungen dem auch entsprechen. Das heißt, die bereitet Warmwasser, schaltet sich dann irgendwann nach Erreichen der neuen Sollwerttemperatur ab. Das kann natürlich eventuell auch zweimal am Tag passieren, je nachdem. In diesem Fall würde man sehen, was ist hier der Nachteil, wenn das nicht modulierend passiert und hier nur stufig. Natürlich, wenn das jetzt am Ende des Tages passiert, zum Beispiel es war am Vormittag bewölkt und am späten Nachmittag reißt es nochmal auf, die Sonne kommt raus, haben volle Einstrahlung, dann kann es natürlich auch passieren, dass dieses Signal gesetzt wird, obwohl eigentlich die Einstrahlung in den nächsten Stunden dem nicht mehr nachkommt. Das ist so der Nachteil, den ich hier sehen würde, aber die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. Also wenn man keine andere Möglichkeit hat, würde ich auf jeden Fall Smart Grid Ready, die Wärmepumpe, empfehlen, hier zu nutzen. Der überhitzte Betrieb der Wärmepumpe, das heißt, ich habe es schon kurz angesprochen, es werden neue Sollwerttemperaturen vorgeschlagen oder die werden dann eingestellt in der Wärmepumpe und zusätzlich meistens folgt ein direkter Einschaltbefehl. Muss dann schauen in der Wärmepumpe, was man hier genau alles einstellen kann. Bitte hier in der Bedienungsanleitung der Wärmepumpe nachsehen. Genau, Beispiel habe ich schon gebracht. Bei schwankender Erzeugung kann es natürlich sein, dass dieser Wert nur einmal kurz erreicht wurde. Dann aber den restlichen Tag nicht mehr. Aber es muss ja sowieso irgendwann Warmwasser bereitet werden. Das heißt, es ist ja keine vergeudete Energie, die sie genutzt.
Weitere Informationen dazu, zu diesem Thema haben wir ein eigenes White Paper auf der Homepage. Findet man entweder über die Fronius Homepage oder über die Google-Suche, wenn man Wärmepumpe Fronius eingibt oder Energiemanagement Fronius, findet man hier eine ausführliche Beschreibung und Erklärung, wie denn das alles hier funktioniert. Natürlich, wenn man sie denn hat, die modulierende Wärmepumpe und sie auch kompatibel ist mit unserem System, das sind zwei Wände, aber wenn es denn so ist oder wenn man im Neubau noch eine Auswirkung oder einen Einfluss darauf nehmen kann, ist natürlich eine modulierende Wärmepumpe besonders effizient. Warum? Was ist eine modulierende Wärmepumpe? Das ist einfach eine Wärmepumpe, die ab einer gewissen Startleistung die Leistung dann variieren kann. Und das Regelziel natürlich ist auch hier, wie beim Ohmpiloten, hier im Prinzip den gesamten Überschuss nutzen zu können. Das heißt, die Wärmepumpe kann seine Leistungsannahme anhand der PV-Erzeugung anpassen. Das erhöht natürlich auch den Eigenverbrauch und verringert den Netzbezug. Hierzu bitte eigentlich beim Wärmepumpenhersteller nachschauen, ob denn die Kompatibilität zu Fronius gegeben ist. Wir haben hier ein paar Hersteller, die uns mitgeteilt haben, dass sie kompatibel sind. Bosch zeige ich dann gleich nochmal ein Beispiel. Das haben wir auch letztes Jahr auf der Intersolar ausgestellt. Also da gibt es wirklich sehr tolle Lösungen. Wie das genau ausschaut, welche Wärmepumpenmodelle hier zu verwenden sind, bitte einfach kurz mit den Wärmepumpenhersteller auf der Homepage nachsehen. Funktioniert auch so. Hier würde ich auch wieder Google empfehlen oder eine Suchmaschine Ihrer Wahl. Bosch und Fronius Wärmepumpe eingeben und dann einmal schauen, welche Suchbegriffe hier angezeigt werden. Hier habe ich ein Systemkonfigurationsbeispiel von Bosch herausgenommen. Gibt es natürlich, wie vorher gerade gesehen, auch Ökofan, Niebe, Wolf, MTEC, IDM, hat hier auch kompatible Lösungen. Hier hatte ich halt das Systemschaltbild am schnellsten gefunden. Wie funktioniert das? Was wird da benötigt? Natürlich ein Fronius-Wechselrichter, der mit dem Fronius Smart Meter kommunizieren kann. Snap-Inverter mit Data Manager 2.0 oder ein Gen 24 Plus Wechselrichter. Ging ja natürlich auch mit einem Taro, wenn die Anlage noch größer ist, bei einem Fronius Taro. Das bedeutet, hier muss der Wechselrichter in dasselbe Netzwerk integriert werden wie auch die Wärmepumpe. Und bei Bosch gibt es eine Eigenheit, da gibt es auch noch den Energiemanager, das ist ein eigenes, würde ich mal sagen, Steuerungselement von Bosch, dass die Wärmepumpe dann sagt, welche Leistung sie einstellen soll. Diese Komponenten werden alle ins selbe Netzwerk gebracht, über LAN natürlich, wenn es möglich ist, sonst können auch einzelne Komponenten über WLAN angebunden werden. Und über diese Netzwerkverbindung wird dann mit Modbus TCP, Model SunSpec, dann die Daten von unserem System an die Wärmepumpensteuereinheit weitergegeben. Und die Wärmepumpe weiß dann somit, was ist Überschuss, der genutzt werden kann und passt dann seine Leistung dementsprechend an. Hier sieht man auch einen kurzen Screenshot. Das sieht man dann im Bosch, beim Bosch-Beispiel auch ganz gut in der App. Sieht, was ist hier gerade Einstrahlung zur Verfügung. Wie stark läuft gerade die Wärmepumpe? Welche Leistung nimmt die auf? Also, oder wenn ein Speichersystem integriert ist, kann ich mir auch noch den Speicherstand des PV-Speichers ansehen. Also, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Lösungen. Also, hier nochmal kurz vereinfacht dargestellt: Die Wärmepumpe muss ins selbe Netzwerk hängen wie in diesem Beispiel mit Bosch Smart Home Control Einheit und auch noch unser Fronius Wechselrichter. Am Wechselrichter sind dann natürlich noch einige Einstellungen vorzunehmen. Welche genau kann man der Anleitung vom Wärmepumpenhersteller entnehmen? Ich habe es jetzt mal hier für Bosch herausgezogen. Das wäre zum Beispiel bei den Modbus-Einstellungen, dass Modbus TCP aktiviert wird, der Port 502 verwendet wird und das SunSpec Model Float hier aktiviert wird. Zum Beispiel auch muss die Solar API-Schnittstelle freigeschaltet werden. Das geht einfach, indem man unter Kommunikation, Solar API, einfach hier das aktiviert. So Kommunikation über Solar API aktivieren, diesen Button hier betätigen. Und das ist es eigentlich schon. Ab dem Zeitpunkt sprechen dann die Komponenten miteinander und die weiteren Einstellungen, also die thermischen Einstellungen, werden dann natürlich am Wärmepumpensystem weiter vorgenommen. Das System muss ja auch irgendwie bekannt sein, wie viel Liter Warmwasser hat denn der Speicher zum Beispiel, oder ist es ein Modell, wo der Warmwasserspeicher in eine Wärmepumpe integriert ist?
Hier gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen. Hier ist dann in der Anleitung des Wärmepumpenherstellers sind die weiteren Details dann aufgelistet. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Warum sollte man den Sektor Wärme nicht vergessen, wenn man ein PV-System beim Endkunden integriert? Es lässt sich ihm einfach nachrüsten. Gerade bei Wetterbedingungen wie jetzt gerade im Winter, wenn man vielleicht am Dach nicht viel machen kann, ist natürlich die Nachrüstung zum Beispiel eines Heizstabs und die Integration in das Energiemanagement etwas, was man jetzt auch noch anbieten kann. Auch ich kann ihn auf Urlaub schicken, kann eventuell hier Kunden mal anfragen, ob sie Interesse haben. Ich nehme mal an, die Kunden, die Endkunden, die eine Gastherme haben, haben sehr großes Interesse, hier eine Lösung nachzurüsten. Ökonomisch natürlich ist das Ganze, in den Übergangsmonaten kann mit PV auch gut geheizt werden. Sonst natürlich ist Kühlen im Sommer eine super Option. Viele Wärmepumpen haben ja einfach auch den Kühlmodus, wo dann zum Beispiel die Fußbodenheizung um 2, 3 Grad auch im Sommer gekühlt werden kann. Die Lebensdauer der Primärheizung wird erhöht. Natürlich, wenn 4 Monate im Jahr die Wärmepumpe gar nicht laufen muss, zum Beispiel mit den Unbeloten, spare ich mir hier auch Betriebsstunden. Geringe Investitionskosten, wenn ich einfach nur einen Heizstab über ein Relais ansteuere, der Heizstab eventuell sogar schon vorhanden ist im System, dann kostet mich das Relais plus Ihre Arbeitszeit. Also im Prinzip ist das eine sehr, sehr günstige Lösung, die schon was bringt. Ohne Smart Meter sollte natürlich im System vorhanden sein, aber das würde man sowieso auch immer empfehlen, den Ohne Smart Meter immer in ein System mit anzubinden. Warum? Der Kunde erhält dann diese ganzen Informationen, wie viel Energie quasi speist er ins Netz ein, was hat er für Bezug, und gerade wenn sich hier die Preissituation ändert, ist dann auch beim Kunden recht schnell dann ersichtlich, dass er hier nochmal Ihre Hilfe braucht, um den Sektor Wärme zum Beispiel anzubinden. Amortisationszeit, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, weil das für jeden Endkunden anders ist. Welchen Tarif hat er gerade? Was kriegt er für einen Einspeisetarif? Was hat er denn aktuell für ein Primärheizsystem? Was kostet hier die Kilowattstunde? Aber es ist im letzten Jahr, kann man sagen, 2-3 Mal wirtschaftlicher geworden. So viel kann man auf jeden Fall dazu sagen. Das heißt, im besten Fall Amortisationszeiten von 1, 2, 3 Jahren sind schon realistisch. Und optional, was kann man noch machen? Einen Heizstab im Pufferspeicher zum Beispiel für den Heizmodus und einen im Warmwasserspeicher, dass man hier einfach mehrere Heizstäbe verwendet, eine modulierende Wärmepumpe einsetzt, falls vielleicht sowieso gerade ein Tausch der Heizung geplant ist und eine Wärmepumpe eingesetzt wird, oder auch das Ganze mit einem Batteriespeicher ergänzt. Auch das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Okay, wie versprochen, wo findet man jetzt mehr zu diesem Thema? Einmal auf YouTube, hier findet man natürlich einiges, was wir schon bereits im Webinaren produziert haben. Auch natürlich How-To-Videos, und was man auch noch haben ist Online-Trainings. Die kann man sich auch bei uns auf der Homepage anmelden. Dann gehen wir hier in dieses Thema einfach ein bisschen ausführlicher rein und können uns hier mehr Zeit für dieses Thema aufwenden. White Paper haben wir auch, eins zum Energieflussmanagement, Anbindung einer Wärmepumpe gibt es ein White Paper und Einsatz und Einsparung mit dem Fronis Ohmpilot. Also hier einfach mal kurz bei unserer Homepage unter Dokumente und der White Paper hier mal schauen, was es da so gibt, kann sich auf jeden Fall lohnen. Okay, somit wäre ich jetzt eigentlich schon beim Part, wo wir auf die Fragen von Ihnen eingehen. Ich sehe, hier sind auch schon einige Fragen eingetroffen. So, ich mache das mal hier kurz ein bisschen größer, sodass ich mir die Fragen hier ansehen kann. Ich gehe jetzt einfach mal kurz der Reihe nach durch. Sind die Releases nur, achso, Entschuldigung, ich sehe, David hat ja auch hier diese Fragen teilweise sogar beantwortet. David, welche Fragen haben wir denn alle hier heute? Ja, danke Robert erstmal für die super Präsentation. Es sind einige Fragen und darunter auch sehr interessante Fragen, deswegen würde ich diese gerne jetzt hier für alle mehr oder weniger beantworten. Ich würde dann auch gleich mit der ersten Frage an dich starten, und zwar wäre das, kann beim Ohmpilot auch eine minimale bzw. maximale Zeit für den Relaisausgang gewählt werden?
Leider nein. Das ist beim Unverlohnten sind die Einstellungen hier ein bisschen eingeschränkt. Aber so wie wir es vorhin gesehen haben, ab einem Bezug bis zu einer Erreichung eines gewissen oder ab einer Überschussleistung von zum Beispiel 3 kW bis zu einem Bezug von 500 Watt. Solche Einstellungen können hier getätigt werden. Die Dauer kann leider beim Unverlohnten nicht eingestellt werden. Aber ja, ist auf jeden Fall ein guter Input für uns. Auch wir versuchen laufend unsere Produkte zu verbessern. Werde ich mir mitnehmen. Aktuell ist es halt so, kann ich nur die Leistungsschwellen einstellen. Ja, dann würden wir auch schon zur nächsten Frage weitergehen. Und zwar ist hier die Frage mal allgemein zum Thema SG Ready gestellt worden. Wie könnte man diesen Begriff in einem kurzen Satz beziehungsweise in kurzer Form erklären? SG-Ready, dabei handelt es sich um einen potenzialfreien Kontakt der Wärmepumpe, weil wenn dieser zustande kommt, quasi, dann soll die Wärmepumpe etwas machen. Und was sie machen soll, kann man meistens einstellen. Das heißt, sie geht in den überhöhten Betrieb und erhöht dann die Solltemperaturwerte von zum Beispiel Warmwasser. Das heißt, die wird dann einfach statt 55 Grad Warmwasser versuchen, 65 Grad Warmwasser, je nachdem, was man einstellt, bereitzustellen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs, waren es mehrere Sätze, nicht nur einer, aber ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Sollte auf jeden Fall so klargestellt worden sein. Dann hätten wir noch eine Frage, die wahrscheinlich sehr interessant wird, und zwar, wie wird eine modulierende Wärmepumpe elektrisch an Fronius angeschlossen, also jetzt an den Leistungsteil? Im Prinzip elektrisch gar nicht. Das heißt, die Wärmepumpe ist einseitig irgendwo im Haushalt integriert. Der Wechselrichter auf einer anderen Stelle. Die Information, wie viel Überschuss vorhanden ist, erhält die Wärmepumpe über den Wechselrichter anhand der gemessenen Daten am Fronius Smart Meter. Das heißt, am Fronius Smart Meter, am Einspeisepunkt, gibt der Wärmepumpe dann Bescheid, wie viel Überschuss ist vorhanden. Das ist eigentlich nur eine Datenkommunikationsanbindung, kann man auch sagen. Und die Wärmepumpe weiß, 2 kW vorhanden, dann erhöhe ich meine Leistung auf 2 kW. Smart Meter misst währenddessen, sieht, es hat sich noch ein zusätzlicher Verbraucher eingeschaltet, ich habe keine 2 kW mehr, sondern nur mehr 1,5 kW. Und diese Daten quasi bekommt die Wärmepumpe und die kann sich immer anhand des jeweiligen Überschusses dann selbstständig einstellen. Ja, soweit waren das, glaube ich, dann die wichtigsten Fragen aus dem Chat. Zur Information für alle werden wir natürlich jetzt noch im Chat präsent bleiben. Wir werden nur unsere Mikrofone ausschalten. Also wenn noch Fragen aufgetaucht sind, gerne in den Chat stellen und wir versuchen diese dann über den schriftlichen Weg zu beantworten. Danke, Robert. Perfekt, vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal schnell. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wir werden die Fragen, die jetzt noch kommen, beziehungsweise noch offen sind, jetzt noch schriftlich beantworten. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen, eventuell auch hier bei einem Präsenztraining in Wels. Somit schönen Tag noch.